Eine ambulante Wohngemeinschaft ist eine Wohnform, die privates Wohnen mit Versorgungssicherheit kombiniert. Ich kümmere mich darum, dass die Bewohner ihre Mahlzeiten bekommen. Wir erbringen auch medizinische Behandlungspflege, wie beispielsweise Medikamentengabe, Verbände, Blutdruck und Blutzuckermessen. Am Bahnhof Balve tut sich was. Im Rahmen der Modernisierung wird der Bahnsteig auf 76 cm erhöht, sodass ein höhengleicher Einstieg möglich ist. Außerdem werden die Zugänge zu den Bahnsteigen angepasst. Der stellvertretende Verbandsvorsteher des Nahverkehr Westfalen-Lippe begrüßt das sehr. Der Zweckverband für Schienen Nahverkehr fördert hier die Maßnahme, dass wir in Neuenrade und Balve die Bahnsteige auf Normhöhe kriegen, 76 cm, dass man da barrierefrei ebenerdig in die Züge einsteigen kann. Das haben die 2015 beschlossen. Es dauert immer in Deutschland, bis sowas geplant, umgesetzt, Eisenbahnbundesamt zugestimmt hat. Aber Ende gut, alles gut, jetzt wird gebaut, beide Bahnhöfe werden attraktiver werden und die Fahrgäste haben deutliche Vorteile. Balve, 700.000 fast. Und wir haben ja die neuen PESA-Züge, auch wenn sie Kinderkrankheiten hatten. Aber das ist, glaube ich, bahntechnisch ein Fortschritt. Also die DB Station und Service renoviert den Bahnhof Balve hier und baut einen neuen Bahnsteig in 125 Meter Länge, 76 cm Bahnsteigkantenhöhe, damit der Zustieg in die Züge barrierefrei in Zukunft möglich ist. Hinzu kommt neue Beleuchtung, der DB Pluspunkt wird renoviert, also in den Zustand versetzt, dass er wie neu ist. Alles das, was Sie jetzt sehen, haben wir in den letzten 4 Tagen gemacht. Jetzt gießen sie gerade nach der Verschalung den Rest, bis das auf die 125 Meter dann kommen. Hier setzen sie schon die neuen Kantensteine, alles Modulbauweise. Ja. Wir haben ja in diesem Jahr bei uns städtebaulich so einiges barrierefrei ausgebaut. Aufzug, Rathaus, wir haben in der Bücherei, Volkshochschule auch barrierefreie Zugänge geschafft. Sind jetzt in der zweiten Jahreshälfte noch dabei. Arme Sündergästchen wollen wir auch entsprechend barrierefrei machen, auch dass die Bewohner vom alten Seegeheim letztendlich barrierefrei bis zum Bahnhof letztendlich dann hier einsteigen können. Das ist Sinn und Zweck, das passt gut in unserem Gesamtkonzept. Deshalb eine ganz tolle Sache, finden wir klasse. Komplett fertig, dann sind noch ein paar Kleinmaßnahmen zu machen Ende August. Ah ja. Also innerhalb dieses einen Monats. Ja.